Das Meer, der Hafen. Ich habe einfach eine Herausforderung gesucht, die mich in etwas Neues bringt, in einen neuen Bereich bringt. Die Stadt, der Club. Und dass man in dieser brutal starken Liga als Trainer tätig sein darf, diese Möglichkeit bekommen nicht so viele. Und wenn man sie bekommt, dann muss man die mit beiden Händen ergreifen. Das Land, das Spiel. Ich habe hier so viel gefunden, was ich bisher noch nie hatte. Und deswegen fühle ich mich rundum wohl. Und so beginnt es im Dezember. Ja, it's a big challenge for me, but it's also for me a logical next step in my career. Eine große Herausforderung, ein logischer nächster Schritt. Ich hätte ja auch einen Champions League-Aspiranten in der Bundesliga übernehmen können. Die Möglichkeit bestand, aber darum ging es mir nicht. Und ich habe hier nicht nur aufgrund der Sprache, sondern aufgrund der Komplexität der Aufgabe als Manager in England einfach etwas gefunden, was mich in so vielen Bereichen neu gefordert hat, dass ich da von der ersten Minute an eigentlich das Gefühl hatte, ja genau, das war das Richtige, was ich brauchte. Und Southampton brauchte wohl einen wie Hasenhüttl. Hat einen riesen Unterschied gemacht für uns, als er gekommen ist. Hat eine sehr offensive und aggressive Art des Verteidigens reingebracht bei uns. Pierre-Emile Højbjerg, einst auf Schalke und bei den Bayern, ist Hasenhüttls Kapitän. Jeder Spieler möchte sich im Endeffekt jeden Tag oder jede Woche verbessern. Und da ist eine ganz klare, was sagt man, da kriegst du fast auf Papier, dass er die Spieler verbessert. Garantie. Ja, garantiert. Ab und zu provoziert er ein bisschen. Ich glaube, heutzutage im Profifußball muss man versuchen, die Spieler auch mal ein bisschen zu überladen. Sie zu fordern, auch mental zu fordern. Er macht Übungen, wo man ein bisschen anders denken muss. Die sie vielleicht ein bisschen überfordern. Manchmal kannst du dich ein bisschen, sag mal, dass du ein bisschen durchdrehst, aber ja, du kriegst eine Reaktion. Weil ich der Meinung bin, dass es sehr hilfreich ist, wenn man im Training mehr Stress hat als dann vielleicht im Spiel, weil man dann natürlich im Spiel vielleicht sich wohler fühlt und dann auch es vielleicht einfacher empfindet. Er provoziert den Geist. Ja, vielleicht. Und auch den Fantasie. Du musst anders denken, du musst schneller denken, du musst ab und zu ein bisschen, sag mal, kreativ denken. Und ja, dann, wenn du am Spielplatz kommst, ist das halt einfach. Gar nichts ist einfach im letzten Dezember. Hasenhüttl hat nur 2 Tage mit seiner neuen Mannschaft bis zum ersten Spiel. Das Debüt haben sie in Cardiff 1:0 verloren. Wie hat sich das denn angefühlt? Cardiff hat sich scheiße angefühlt. Cardiff hat sich so angefühlt, dass wir dann 5 Punkte unterm Strich waren. Und mit dem Ausblick auf Arsenal zu Hause und dann, glaube ich, City und Chelsea in den nächsten Spielen, dann war nicht so schön die Aussicht. Und dann kommt Arsenal. Und es passiert, was ein neuer Trainer mit neuen Ideen, mit ungewohnten Vorstellungen und Methoden, mit dem Willen, eine Mannschaft, einen ganzen Verein auf seine Seite und aus dem Sumpf zu ziehen, dringend braucht. Ein Sieg. Insgesamt war das schon so mit der wichtigste Sieg bis jetzt. Ja. Die Mannschaft beginnt an diesem Tag an ihren Trainer, wieder an sich und an bessere Zeiten zu glauben. FC Southampton, in dieser Kirche, St. Mary's, gegründet, von der das Stadion seinen Namen hat. 11 Heilige auf dem Rasen, Tausende hinter ihnen. Klubikonen, Peter Shilton, Kevin Keegan. Southampton war Durchgangsstation für Gareth Bale, auch für Hasenhüttl. Was ich sagen kann, ist, dass ich hier erstmals einen Job habe, bei dem ich mir tatsächlich vorstellen kann, länger zu arbeiten, weil er mich sehr, sehr erfüllt im Moment, muss ich sagen. Ende April. Southampton vermeidet den Abstieg erst am drittletzten Spieltag. Hat ewig lang gedauert mit der Sicherung der Klasse. Naja, ewig lang. Also ich habe ja gedacht, das wird der letzte Spieltag, als ich hier angefangen habe. Damals drohte die sportliche Havarie. Gut, nicht in einem Atemzug zu nennen mit diesem Schiffsunglück vor über 100 Jahren, auf ewig mit der Stadt Southampton verbunden, aber schon schlimm. Sie retten sich mit einem 3:3 gegen Bournemouth. Aber jetzt beginnt die Arbeit erst so richtig in dieser Liga, die keine Pausen kennt.
trotzdem habe ich nicht das Gefühl, als ob ich jetzt Energie verlieren würde durch die Arbeit, sondern ich habe eher das Gefühl, dass ich mit jedem Tag, den ich hier bin, einfach noch heißer auf den Job bin, noch mehr Freude habe an dem, was hier entsteht. Ein zufriedener Trainer, eine inspirierte Mannschaft. Mit Hasenhüttl als Trainer, da haben wir Möglichkeiten, mit der Mannschaft, mit den Spielern, die wir haben, haben wir Möglichkeiten, was ganz Besonderes zu machen. Ralf Hasenhüttl sagt, hier könne man schon leben. Vielleicht sogar dauerhaft, wenn man mal älter ist. Und jetzt sowieso. Es ist nie zu heiß, nie zu kalt. Ein Land gemacht zum Fußballspielen. Das Land, das Spiel, die Stadt. Der Club, das Meer, der Hafen. Hier ist Ralf Hasenhüttl vor Anker gegangen.